Servus und willkommen zurück. Ja, wir haben heute Donnerstag den, ich glaube, es müsste 7. sein. Ich weiß gar nicht so auswendig. Wenn wir der 6. oder der 7. Ja, Prüfung jedenfalls schon mal nicht mehr. Scheiße, ein Dreck. Wo steht denn? Ah, den 7. haben wir, sag ich doch. Ja, wir haben heute Donnerstag den 7.5. Ja. So geht der Start schon wieder los. Und ihr seht, einmal da hinten steht der K15. Also ist wieder einsatzklar, weil ich da nochmal gefragt worden bin, was ist denn jetzt mit dem Bulldog, der war doch kaputt. Der ist wieder einsatzklar. Und dem hängt der Striegel, oder besser gesagt die Netzecken. Und ich habe in der Halle die Fräse rausgestellt. Bin ich einmal gefragt worden, was das eigentlich für eine Fräse ist. Da könnt ihr es lesen. Ist ein Eberhard Rotor Grümler RKB 370. So heißt das Ding. Ja. Die Beschädigung da hüben, das war ja, da hat ein Bekannter Mogelier und ist rückwärts gefahren. Hat den eingeschaltet gelassen. Ist da mit unten am Boden entlang geschlafen, das hat es nach vorne gezogen und in die eingeschaltete Maschine, da hat es ja alles drauf gewickelt. Deswegen ist er da zusammengeflickt. Das war nicht bei uns, sondern das war bei dem. Naja, ist halt einmal passiert. Ich denke, das habe ich aber beim letzten Mal, wie mir den Kopf Thomas schon gesagt. Ja, auf jeden Fall, der erfüllt seinen Zweck. Macht nach wie vor, was er soll, und das ist das Wichtigste. Und den brauchen wir jetzt. So, jetzt habe ich den Striegel da drauf. Da ist überlegt, ob ich schnell umhänge, das Ding abhänge. Das ist ja nicht schwer, der wiegt ja nichts. Den kannst du ja theoretisch, so wie er ist, abhängen und kannst ihn herumdrehen. Der Striegel wiegt ja nichts. Der Rama, der ist bloß unhandlich, aber der lässt sich drehen für eine Person, null Problem. Aber der Bulldog hat keine Doppelkupplung und ohne eine Doppelkupplung habe ich ein Problem. Habe ich eigentlich kein Problem, weil letztes Jahr hat es auch funktioniert, aber ohne eine Doppelkupplung ist nicht ganz so schön. Und unten ist doch ein Gruststück. Könnte man eigentlich mal einen KL300 nehmen. Könnte ja auch mal irgendwas erben. Ich muss bloß mein Auto rausfahren. Das ist nämlich eigentlich der Hauptgrund, warum ich immer zu faul bin. Weil wenn erst das Auto raus muss, dass man ohne Bulldog kommt, dann ist halt scheiße. Ne? Das will ich ja, ja, das ist ja irgendwann, ja, ihr wisst schon. Das will ich ja vorne jetzt auch schon mal den Loder raus. Und dann kommen wir mal an den da hinten. Und das machen wir jetzt. Thank you.
Entwicklung. So, sind wir mit dem Produkt daheim, wird es unterwegs ein paar Komplikationen mit der Kamera geben. Ja, das ist er. Krame 350 Expat. Expat, welchem Standard OE-Motor drin? Standard Triumph. Ja, ist ein Bulldog mit 35 PS. Läuft rund 30 Stundenkilometer schnell, weil er das S hat, Schnellgang. Ja, halt schönes altes Bulldog, klar. Ja, neuer Reifen hat er drauf gekriegt. Also meins ist das nicht unbedingt das Profil, aber gut. Er fährt. Das ist das Wichtigste. Gehört einer alten Bäuerin. Und die macht damit noch ein wenig wollt ihr Holz und ich zeig. Und da dafür hat die denn. Der erfüllt noch seinen Zweck. Was will man denn dann mehr, ne? Gut, jetzt widmen wir uns wieder unangrame. KL 300, ach ja, das sieht man auf dem Vergleich. Also der KL 300 ist ja der, sagen wir es mal anders, der, na, 32 PS oder 350 Export. Sorry, muss falsches gesagt. Der 350 Export ist ja quasi der wassergekühlte Bruder zum KL 300. KL 300 ist ja der luftgekühlte Deutschmotor drin. Und Grame hat ja damals immer die, ja, ich sag mal, die haben immer zum luftgekühlten, an wassergekühlten dazustellen wollen, als Wall für die Bauern. Und deswegen haben die damals den 350 Export angeboten. Der 350 Export hat 32 PS und wie gesagt den wassergekühlten Motor drin. War von der Leistungsklasse kein schlechter Schlepper, aber der ist nicht ganz so beliebt, weil die englischen Motoren noch gesagt weil die Gänger nicht schön. Die springen auch schlecht an und zu, aber ich sag mal so, er erfüllt seinen Zweck, der tut was er soll. Wir haben da auch schon mal zum Apfelstecken gehabt und so. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, und man sieht dann Unterschied. Der KL 300, der hat die breite Haube. Und der hat schon die schmaler Haube. Das haben sie dann irgendwann nochmal geändert. Dann sind die Schlepper mit schmaler Haube ausgeliefert worden. Also ich persönlich, mir gefällt es besser wie beim KL 400 oder wie der KL 300. Die schöner, bauchiger, breiter Haube. Ich finde, es passt einfach besser zum Schlepper. Meine Meinung. Thank you.
Ja, Leute, und damit befinden wir uns am Ende vom Video. Ja, beim Fräsen habe ich dann aufgehört. Es war so dermaßen staubig, der Boden so knüppel hat. So teilweise so dermaßen gestappt, dass die ganze Kamera verstappt war. Deswegen habe ich es nicht weiter gefilmt. Ja, das Feld ist fertig gefräst. Die Fräse ist wieder aufgeräumt. Den Kram habe ich ein wenig angefleit, weil der Gose ausgeschaut hat. Also der war ja der doll verstappt dann auch. Hat ausgeschaut, wie wenn ich den die letzten 2 Jahre gewaschen hätte. Na gut. Morgen ist soweit. Das habe ich nämlich heute gemacht. Das ist nämlich mittlerweile 0.30 Uhr. Ich habe die Sorteapfelkur vorbereitet. Also wir stecken 2 Zentner Annabel, 2 Zentner Lilly. Ich habe einen knappen Zentner Bamberger Handler und knappen Zentner sind es noch für die alten Soraya und für Araya sind es noch Blauer St. Galle und Rucho Holländer. Ja, das soll noch rein. Oder soll morgen rein. Und das restliche Abit, wo es dann übrig bleibt, wird alles die Rüben, also die Futterung. Und dann, ja, wie gesagt, wird morgen gesteckt. Den Apfelstecker haben wir schon raus. Die Stollkombi-Maschine. Die steht unten in der Maschinenhalle, soweit vorbereitet. Die Äpfel habe ich jetzt vorhin vorbereitet. Die Überlänge hat lieber ein wenig zurückgestutzt. Sonst gibt es morgen bloß wieder Mecke beim Stecken, wenn das dann nicht so gescheit geht. Naja, also das ist auf jeden Fall auch gemacht. Morgen wird dann gesteckt, das seht ihr nicht. Ja, Video, jetzt haben wir mittlerweile Freitag. Ihr habt gemerkt, am Freitag kaum kann's. Das ist jetzt das Video, was jetzt kommt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe es gestern ehrlich gesagt dann total verpeilt abends. Ich war noch in der Maschinenhalle und dann haben wir noch den Bulldog da geholt gehabt und, hier und her. Der von der Bulldog riecht, der ist halt auch wieder aufgerammt oder ist wieder bei unseren Bekannten. Ja, da war ich auf jeden Fall auch noch unterwegs, deswegen hat mir die Zeit gefällt. Aber wascht, passt schon. Video kommt dafür jetzt dann heute am Samstag. Also ja, bei mir ist es mittlerweile auch Samstag, das heißt, ich muss jetzt noch schneiden. 0.30 Uhr, bis ich geschnitten habe, dann wird es wahrscheinlich schon halb oder zwei sein. Rendern kann es dann in der Zeit, wo ich im Bett liege. Das war eine lange Nacht. Oh Gott. Aber was tut mir nicht alles. Nehmen wir morgen früh bald raus, weil der Vater will zu früh gleich stecken. Und dann die Äpfel quasi noch in die Morgenstunden rein, wo es immer kühler ist. Weil heute muss schon gescheit warm. Wir haben jetzt immer noch aktuell 17,7 Grad draußen. Lustigerweise haben wir Regenmeldung für heute. Okay. Na, hoffen wir mal, dass das was wird. Wenn am Sonntag der Regen kommt, das wäre optimal. Das würde mich freuen. Schauen wir mal. Was anderes wollte ich euch noch zeigen. Jetzt gehst du einmal runter. Nichts gibt's. Ich habe Mehlkult gehabt im letzten Video. Ja, da habe ich euch das gezeigt, dass ich Mehlkult gehabt habe. Und ich habe einen Sammeltag angesetzt gehabt. Oder besser gesagt, ein Anstellgut. Und mein Anstellgut ist da. Ich habe es jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt, deswegen sind da gar nicht mehr so viele Grusa-Blasen drin. Das sind jetzt hauptsächlich lauter kleinverteilte Blasen. Der arbeitet jetzt nicht viel, der ist ziemlich inaktiv. Das ist jetzt vom Geruch her schön säuerlich. Vom Geschmack her auch eine schöne Säure. Passt, aber nicht so sauer, dass man auch nicht nutzen könnte. Ich habe den angesetzt, einfach aus Roggenmehl und Wasser. Am Anfang 20 Gramm Roggenmehl, 40 Gramm Wasser. Zweiten Tag 20 Gramm Roggenmehl, 40 Gramm Wasser. Dritten Tag 20 Gramm Roggenmehl, 40 Gramm Wasser. Am dritten Tag abends 40 Gramm Roggenmehl, 80 Gramm Wasser. Am nächsten Tag, so auf die Mittagszeit rum, habe ich 40 Gramm Roggenmehl neu. Und noch einmal einen Tag später, noch einmal 40 Gramm Roggenmehl. Müssten jetzt, wenn ich mich jetzt nicht ganz verzählt habe oder wenn ich jetzt was vergessen habe, also ich habe schon mal ausgerechnet, 340 Gramm auf jeden Fall sind es jetzt da. Das Ganze wird einfach nur an einen warmen Ort gestellt, jeden Tag wieder
noch gefüttert mit frischem Mehl, dass die Milchsäurebakterien bzw. die Bakterienhefebakterien da innen auch was zu fressen haben. Und so fütterst du das immer weiter. Das Ganze muss an einem warmen Ort stehen, es darf nicht zu kalt sein, sonst produzierst du auf dem Essigsäure und Essigsäure, dann war der Sauerteig total ungenießbar. Wer jetzt sagt, pfui Teufel, wie kann man da einen Finger reinstecken und kann das probieren? Also ich bin gelernter Bäcker, das wisst ihr ja. Und als gelernter Bäcker, da hat man auch mal gelernt, man muss alles einmal probiert haben. Und ich kann nur beurteilen, ob ein Sauerteig gut ist oder ob eine Hefe gut ist, wenn ich da davor was probiere. Ich habe auch immer die Angewohnheit, wenn ich einen Stau Hefe habe, ich breche mal ein kleines Stück runter und probiere die Hefe, wie schmeckt sie. Weil du riechst es und du schmeckst es unheimlich schnell, ob die noch gut ist oder nicht. Hefe muss einen recht frischen Geschmack haben. Und wenn sie dann nicht hat oder wenn die dann schon auch komisch riecht oder was, wegschmeißen. Ich habe es halt immer so gelernt. Ich frisst den Sauerteig jetzt nicht löffelweise, weil so gut schmeckt er jetzt dann natürlich auch nicht. Aber man soll es probieren. So habe ich das einmal gelernt. Es gibt Sachen, die probiert man einmal in der ganzen Laufbahn und dann nie mehr. Ich sage da bloß ABC-Trieb bzw. Hirschhornsalz. Das magst du einmal und dann voll Teufel. Vor allem, wenn du die Nosen einhältst. Richtig interessant, aber gut. So war das halt. Ja, angesetzt ist er. Jetzt steht er im Kühlschrank drunter, dass er nicht weiter erben tut. Morgen kommt er dann raus. Dann war der mit Roggenmehl und Wasser noch einmal gefüttert. Bleibt 5 Stunden stehen. Dann kommt er in die Knetmaschine rein. Wird noch einmal mit Roggen und Wasser. Ja, ich mache jetzt die erste Stufe morgen. Da kommt. Naja gut, das ist Anstellgut, ich bin hier irgendwie total verkehrt. Es ist schon zu spät, eindeutig. Na, der kommt morgen mit Roggen und Wasser, wird er nochmal angefüttert, dass er nochmal richtig Dampf kriegt, dass er aufquillt. Kommt aus dem Kühlschrank, bleibt 5 Stunden stehen. Dann kriegt er noch einmal Roggenmehl und Wasser und wird zum ersten richtigen Tag verknetet, zum Sauerteig. Dazu kommt dann noch Weizenhefetag, einfach nur Weizenmehl, ein bisschen Hefe und Wasser. Der wird dazu geschmissen, dann bleibt 16 Stunden stehen. Dann wird vor dem Sauerteig wieder ein wenig was abgenommen fürs nächste Anstellgut. Das wird wieder mit Wasser und ein wenig Mehl angerührt, dass es wieder so ein wenig ein breicherer Teig wird. Kommt wieder in den Kühlschrank und ja, dann kommt noch 16 Stunden da dazu noch einmal ein wenig Roggenmehl, Weizenmehl, Wasser, Hefe, Salz. Ein bisschen als Brot, das habe ich schon da liegen. Das wird eingewacht, Klagebrösel und eingewacht. Kommt da dazu, welchen Geschmack. Und dann wird das zum Brot angeknetet. Wie das aber weitergeht, seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video, denke ich mal. Im Moment schaut es sowieso so aus. Ich habe eine Knetmaschine da, ja, die da. Aber ja, die Mutter, die hat die deutlich größere da dazu und die ist kaputt gegangen beim Kneten. Entweder ist ein Mondox-Gerät oder was, ich habe bislang noch keine Probleme gehabt, aber für das, was ich kneten möchte, weil ich die nicht nehme, ich werde meinen Tag höchstwahrscheinlich per Hand kneten, das habe ich ja auch mal gelernt, wie sowas geht. Das ist anstrengend, kräfteraubend, aber es geht auch. Es ist in fester Planung, ich bin momentan auf der Suche nach einem Hubkneter. Ja, man jetzt eigentlich auch denken, jetzt spinnt er total, was will er jetzt noch alles anschaffen? Es gibt halt ein paar so Dinge, die ich brauche. Ich habe einen Ofen nur draußen und ich suche die ganze Zeit schon, ich brauche nur eine gescheite Knetmaschine. Die Glanadode, die Rührmaschine, ist nicht schlecht. Die macht ihren Zweck, aber wenn du einmal eine größere Menge hast und Brot möchte ich auf jeden Fall, ja, ich schätze mal zwar 8 Pfünder will ich machen und vielleicht noch 2 oder 3, 4 Pfünder. Ja, da kommt ein wenig was zusammen am Tag und das rührst du dann nicht mehr in so einer kleinen Maschine, sondern dann willst du was Gescheites und dann suche ich eben so einen Hubkneter. Ich denke, da habe ich jetzt schon was gefunden. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt 2 Stück Stänge in der engen Auswahl, 3 eigentlich, plus der andere ist mir zu teuer, den zahle ich nicht.
Aber wie gesagt, seht ihr alles. Gut, das war's jetzt dann an der Stelle auf jeden Fall fürs Video. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns wieder. Dann mit Äpfel stecken und wahrscheinlich Brot machen. Servus!